Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Die Siedler 2, die nächste Generation. Und ich habe das, sagen wir mal, Kriegstutorial gespielt, aber es hat mir leider nicht die Informationen gebracht, die ich eigentlich gerne hätte. Weshalb ich. Weshalb ich jetzt. Weshalb ich mir quasi eigenen Weg beziehungsweise Ideen überlegt habe, wie ich das machen kann. Und zwar versuche ich jetzt einfach mit mehr Bier und dem Ganzen nach Möglichkeit mehr Leute zu generieren. Warte mal. Ah ja, da gehen das jetzt das ein. Gut. Ja, komm, ich baue doch noch mal eine Wachstube hin, damit dann ist das hier wieder da. Okay, keine Rohstoffe gefunden, verschalte. Aha. Dann musst du weg, wenn du nichts mehr findest. Das Kohlebergwerk hier findet nichts mehr. Steinbruch. Ah, fuck. Gut. Ja. Ich denke, da baue ich dann mal hier auch mal eine kleine Wachstube hin. Gut. Ja, Bauernhof einmal. Ich brauche doch Bauernhof für die Sägewerkmühle, Katapult, Münzprägerei, Brauerei. Die Brauerei, Bier neben zum Brauen Wasser vom Brunnen und Getreide. Ja. Gut. Genau das, was ich haben möchte. So, wo ist. Dann brauche ich eigentlich noch einen Brunnen. So. Damit habe ich dann noch mal eine weitere Brauerei zumindest. Die Wachstube kann ich nicht weiter ausbauen. Aha. Ich hoffe einfach mal, dass ich quasi insgesamt genug produzieren kann, damit ich das hier dann immer einnehmen kann. Den kann ich nicht ausbauen. Das bringt mir nichts, einen da anzugreifen. Vielleicht sollte ich da oben am besten noch mal eine Baracke aufbauen. Warte mal, der ist ja noch gar nicht da besetzt. Lagerhaus, wie viel Bier ist hier drin? Beziehungsweise ist hier überhaupt Bier drin oder irgendwie sowas in der Art? Ah, da. Also Bier habe ich eigentlich in einer ganz guten Menge. Hier habe ich auch Schilde, Schwerter, Speere. Okay, Speere brauche ich nicht zum Krieg führen. Aber Schilde und Schwerter habe ich da eigentlich auch in ganz guten Mengen. Also, wieso? Am besten drehe ich nochmal die Geschwindigkeit hoch. Also, wieso? Gebäudefestung, ja. Ich möchte eigentlich echt gerne wissen, wie ich
keine Rohstoffe mehr gefunden. Kohlebergwerk. Welches von den beiden Kohlebergwerken ist das jetzt? Egal. Okay, beide. Ich schicke da mal einen Geologen hin, dann kann ich da einfach Gebäude errichtet Forsthaus. Warte mal, Forsthaus? Ich dachte, ich... Fuck, ich wollte da einen Brunnen hinstellen, kein Forsthaus, sorry. Mist. Da habe ich doch tatsächlich den falschen gebaut. Brunnen, so, schon besser. Wie produziere ich jetzt am besten... Ah, da ist schon 2 Milli... Aha! Doch, doch, so langsam... Also... Ich habe so das Gefühl, so langsam... Dass das so langsam da... Kohle gefunden, das ist doch schön, dann kann ich hier... Okay, das... Ich habe die Festung direkt daneben gesetzt? Wow, interessant. So, wenn das also dann dementsprechend da gerade alles ist, sollte nicht hier irgendwann auch mal... Also, ich habe da schon ein Gebäude gebaut, also wo, wann kommt da Militär? Okay, das könnte einer nur angreifen. Ah, oh, da kommt ja noch einer. Ist ja geil. Der könnte von zweien angegriffen werden. Okay, der kann von einem angegriffen werden. Das bringt mir gerade nichts. Gut. Ich glaube, ich habe gerade die Minimap ausgemacht. Gut, da. Nach Möglichkeit schauen, dass ich die dort wieder wegbekomme. Gebäude errichtet, Kohlebergwerk, gut. Brunnen, der Brunnen ist wahrscheinlich den ich hier oben gebaut habe. Ja, da brauche ich Bauernhof, Wachstube, gut. Ich habe so das Gefühl, vielleicht soll ich nochmal irgendwann eine weitere Eselsfarm bauen. Okay, da sind keine Rohstoffe mehr, gut. Also ich brauche hier eigentlich immer noch... ...mehr... ...Soldaten. Ich weiß halt leider nicht, wie die Soldaten generiert werden. Das ist für mich so das Problem. Ich wüsste halt gerne, wie die generiert werden würden. Dann kann ich damit auch arbeiten. Okay, ist das Gold? Ja, das ist Gold, damit... Hallo? Nee, das wollte ich nicht. Sorry. Damit werden die schon mal stärker wenigstens. Keine Rohstoffe gefunden, Fischhalte. Welche von den beiden? Okay, da hat er jetzt gehangen. Ich hoffe ja wirklich immer noch, dass ich hier jetzt ein bisschen mehr Militär hinterher bekomme.
Weil ansonsten kann das hier echt problematisch werden, befürchte ich mal. Ich finde es hier immer noch faszinierend, dass der Wachturm hier steht, aber dass da halt noch kein Soldat drin ist. Wie sieht's? Okay, da ist kein Bier. Okay. Das ist. Also das ist Militärsteuerung. General, die General bin ich. Ja. Wie. Also das ist, wie viel im Hauptquartier drin steht, drin sitzen. Ja, stimmt. Das ist nicht das, was ich brauche. Das, also beziehungsweise nicht was, was für mich jetzt gerade so relativ wichtig wäre. Globales Wirtschaftsmenü mal einfach anzeigen. Habe ich hier noch irgendwas, was ich dementsprechend nutzen kann? Das bringt mir, glaube ich, gerade auch nicht wirklich. Was ist das Problem? Transportier Priorität der Waren, Waffen, Bier, ja, das sieht doch mal ganz gut aus. Wie kann ich. Irgendwie finde ich, dass ich da immer noch zu wenig bei einstellen kann, leider. Ihr Menü dient der globalen militärischen Einsatzplanung. Mit dem stellen Sie ein, wie viel groß die relative Truppenstärke in Ihren. Mittlere, nahe, Territorium, Entfernung zur gegnerischen Sensor. Da unterliegen die Festungsschützen, die Schwachen. Der Verteidiger. Der Schieberegler da unten legt fest, wie viel Daten in dem Militärgebäude. Bund für einen Angriff zur Verfügung stehen. Ja, das bringt mir gar nichts. Das sagt mir nicht, wie viele. Oh, fuck. Das sagt mir nicht, wie viele ich da wieder zurückbekomme. Gut, dann baue ich da oben noch meine Wachstube hin und schau mal, wie weit das noch ausweitet dann dadurch. Hier ist immer noch nicht fertig. Gut. Wie sieht's? Okay. Da fehlt Stein. Habe ich? Da habe ich keinen Stein mehr. Fuck, habe ich jetzt keinen Stein mehr? Da fehlt Stein. Wo ist Stein? Wenn ich jetzt keinen Stein mehr habe, dann habe ich ein Problem. Und mal einen Geologen dahin schicken. Da habe ich keinen Stein mehr. Sag mir nicht, ich habe keinen Stein mehr. Fuck. Ich habe so das Gefühl, dass ich jetzt echt am Arsch bin, weil ich keinen Stein mehr habe gerade. Ach du Scheiße, ey.
brauche kein Kohle, ich brauche gerade Stein. Das ist das Problem. Und ich kriege gerade echt das Gefühl, dass ich hier keinen Stein mehr habe. Shit. Eisenerz ist ja auch schön und gut, aber Eisenerz ist auch nicht das, was ich brauche. Den kann dich theoretisch mit dreien angreifen. Aha. Wie komme ich jetzt an Stein ran? Shit. Shit. Da unten ist Stein. Dann brauche ich da mal einfach einen Steinbruch hin. Und hoffe, dass der bis dahin läuft. Dies ist echt problematisch, wenn ich jetzt keinen Stein mehr haben würde. Fuck! Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Der kann nicht angegriffen werden, den habe ich dort. Gut. Warten wir mit. Ah shit, der kann nicht angegriffen werden. Den kann ich theoretisch mit einem Soldaten angreifen. Den mit zwei. Die Frage ist, will ich das überhaupt? Gebäude errichtet Steinbruch. Bitte lasst ihn da hingehen und den Stein absammeln. Ansonsten habe ich hier eventuell echt ein Problem. Fuck. Damit habe ich echt überhaupt nicht gerechnet, dass es dazu kommen könnte. Okay, das ist ein Top. Die Frage ist, greife ich jetzt hier unten noch mal irgendwas wieder an oder nicht? Also das kann ich gerade nicht angreifen alles. Den kann ich mit zweien angreifen. Ach komm, ich denke ich versuche mal den und hoffe, dass das Das ist schon mal ganz gut. Damit habe ich dort wieder ordentlich was zerstört. So, den greife ich auch nochmal direkt mit an. Ist besser so. Gut. Straße bauen dahin. Also, die scheinen hier offenbar auch nicht mehr so, auch nicht so viel auf jeden Rohstoffe zu haben, so wie das da aussieht. Den kann ich da gerade nur aktuell mit einem angreifen. Gut. Der Steinbruch hier arbeitet. Das ist wirklich sehr schön. Hier fehlen drei Steine. Da fehlen drei Steine. Da fehlen zwei Steine.
Da fehlen 3 Steine. Fuck. Ich brauche echt mehr Steine eigentlich. Die können ja auch nicht bauen, das ist auch sehr schön. Damit habe ich denen hier echt ein bisschen die Wirtschaft kaputt gemacht. Der hier wird immer noch dran rumgewerkelt, ey. Auch geil. Warte mal, Fahne, Straße bauen. Was kann ich da oben finden? Die Goldbergwerke gehen zur Neige. Ich brauche gerade aber Stein. Ich finde ja immer noch lustig, dass dieser Wachturm noch nicht besetzt ist. Fuck. Ich brauche echt überall Stein. Ich brauche keine Kohle. Ich brauche Stein. Wenigstens. Also, hier scheine ich auf jeden Fall sehr gut dazwischen gegangen zu sein, sodass die da nicht mal weiter können. Ich muss dann halt irgendwie schauen, dass ich... Fuck. Die Goldbergwerke da oben geben auch den Geist auf. So langsam wird's echt ungünstig, was das Ganze angeht. Da habe ich kein Gold, keine Goldmünzen drin. Die Brauerei braucht noch einmal. Ah, okay, aber da hinten scheint er noch Stein zu finden. Gut. Das ist erstmal das Wichtigste dabei. Yeah, ich habe eine weitere Brauerei errichtet. Das ist doch auch ganz gut. Ich frage mich immer noch, wieso hier keiner hingeht. Also wieso das Gebäude dort nicht besetzt wird. Also hier scheinen die auf jeden Fall nicht genug Rohstoffe zu haben, um das vernünftig weiterzumachen. Die Frage für mich ist auch, okay, den greife ich nochmal an. Ich hoffe einfach mal, dass der dort nicht vernünftig verteidigt werden kann. Ja, okay. Die Hoffnung hat sich bestätigt. Warte mal, nein, keine Fahne. Doch, Straße bauen. Ups. Gut. Es ist hier halt alles gerade nicht ganz so optimal, wie ich es gerne hätte. Aufgrund von Platzmangel nicht möglich. Gut. Nee, ich baue das Gebäude erstmal nicht aus. Gebäude errichtet, Festung, okay. Das Ding hier ist fertig ausgebaut. Gut.
Das heißt, ich hoffe einfach mal, dass ich hier jetzt mal genügend Einheiten sammeln kann, um hier oben mich durchzukämpfen, weil ich habe so das Gefühl langsam, dass ich das hier unten, ja, obwohl, ob ich das hier vernachlässigen kann, weiß ich nicht. Ich glaube lieber nicht. Aber wichtiger ist eigentlich, dass ich hier oben weiter durchkomme. Fuck. Gut. Oh, ich habe eine Wachstube. Also die. Die nicht so wichtige Wachstube. Verdammt. Der Steinbruch arbeitet Gott sei Dank noch. Die Wachstube ist. Aha. Das ist doch mal gut. Also ich habe derzeit, denke ich, echt das Problem, dass ich hier gut. Ich denke wirklich, dass ich halt Militärgebäude besetzt, Wachstube, ja. Okay. Okay, gut, damit habe ich das hier zumindest wieder alles so. Das ist doch mal fein, der ist da auch am Arbeiten. Ich denke, dass ich hier am besten mal. So, hier am besten auch noch mal eine Wachstube, dann kann ich hoffentlich hier weiter in die Richtung noch vordringen, wo ich hoffentlich noch weitere Steine finde. Gebäude errichtet, Bauernhof, yay! Gebäude errichtet, Wachstube, ja, gut. Militärgebäude besetzt, Wachstube, ja. Gut, Geologen dann nochmal hinschicken. Warte mal, bist du jetzt auch besetzt? Nein, immer noch nicht. Jetzt bist du besetzt, das ist doch gut. Aber ich habe so das Gefühl, so langsam funktioniert das schon mal etwas besser hier mit dem Besetzen und den ganzen. Kupfer, na toll. Ich möchte Stein, nicht Kupfer, sorry. Also Eisenerz meine ich. Den kann ich da theoretisch mit einem angreifen, will ich aber nicht. Ich will. Wenn, will ich hier irgendwie. Oder. Den kann ich mit einem angreifen. Ich denke, ich greife dich mit zwei an. Und hau hier quasi eine Schneise noch rein, eine weitere. So. Das ist doch mal schön. Dann. Ehrlich, dich greife ich auch nochmal mit einem an. Ich hoffe, dass der ausreicht. Einfach mal. Ansonsten war das problematisch. Damit habe ich den dann hier nämlich abgeriegelt, sodass ihm diese Festung jetzt rein gar nichts mehr bringt.
So. Hoppala, die Doppala. Fahne setzen aber mal und Geologen hinschicken. Oh, Granitbergwerk. Da ist ein Granitbergwerk, da muss ich hin. Ich will Granitbergwerk haben. Das ist das, was ich brauche. Der Vorteil ist gerade, den ich habe, ich habe das hier offenbar sehr gut abgetrennt gerade. Das heißt, die hier, der Bereich hier ist komplett brach und kann nicht genutzt werden von meinen Gegnern. Das heißt, wenn ich jetzt ans Granit rankomme, dann kann ich da vielleicht nochmal ordentlich was nachmachen. Das sah auch schon mal ganz gut aus. Ah, der ist leer. Da kann ich mit zweien angreifen. Das ist doch mal schön. Den hier kann ich mit einem derzeit angreifen. Den kann ich gar nicht angreifen. Ich denke aber, dann greife ich den hier mal mit zweien an. Ich möchte nämlich nach Möglichkeit heute auch das hier endlich mal beendet bekommen. Oh, mein Unteroffizier ist jetzt tot. Aber mein General ist da noch sehr gut dabei, daher denke ich einfach mal, dass der das hier schon packen wird. Ja. Und da ist wieder relativ gut, was dabei kaputt gegangen ist. Doch schön. Oh fuck. Keine Rohstoffe mehr im Steinbruch gefunden. Nicht gut. Und das ist exakt der Grund, warum ich das Granitbergwerk haben möchte. Also. Die ist komplett schon abgegrast, na toll. So, interessant, dass da die Festung jetzt besetzt wurde. Gut, eins, aha. Ich greife dich dann an und hoffe, dass der ausreicht. Der General. Ich unbedingt ans Granitbergwerk kommen. Das ist gerade jetzt die Nummer 1. Gut. Wie komme ich denn aber jetzt am besten ja, das ist mir nicht relativ egal, die dann damit das Ding dann in der Mitte. Muss irgendwie weiter an Steine kommen. Also irgendwo muss ich weiter an Steine kommen. Das ist gerade echt das Problem für mich. Die Wachstube hier ist auch immer noch nicht besetzt. Ich brauche Steine, verdammt nochmal. Die Wachstube ist auch noch nicht besetzt, ey. Damit habe ich hier echt Probleme gerade.
Der Bauernhof arbeitet nicht vernünftig. Der könnte angegriffen werden mit einem, aber das brauche ich eigentlich nicht machen. Ich sollte eigentlich warten, bis ich hier weiter reinschlagen kann, die Schneise. Und dann muss ich die Granitbergwerke bauen. Warte mal, wie. Ah, Granitbergwerk kostet nur Holz. Okay, gut. Das ist wichtig. Das ist sehr wichtig für mich. Okay, wenn ich den erobern könnte, dann könnte ich natürlich hier durchführen dann, aber keine Rohstoffe gefunden. Fische hätte natürlich. Weg mit dir dann. So, da schicke ich einfach nochmal einen Geologen wieder hin. Hier einfach auch nochmal einen Geologen wieder. Man kann ja nie wissen, deshalb. Okay, das hier funktioniert halt leider. Das ist leider komplett weg. Das gibt mir wahrscheinlich nur Holz wieder kein Stein, befürchte ich einfach mal. Also, ich wichtig für mich halt jetzt hier an die Granitbergwerke ran. Wenn ich die dann habe, dann kann ich doch, denke ich, hoffe ich mal, meine Produktion richtig mal hochbringen. Gut, den hier als nächstes dann. Und ja, dann kann ich hier definitiv Granitbergwerke aufbauen. Die sind mir eigentlich relativ egal, die da in der Mitte. Und das ist, den kann ich nicht angreifen, den kann ich gerade auch noch nicht angreifen. Gut. Das ist echt. Was habe ich hier noch alles? Ich habe Gold, habe ich nicht mehr wirklich. Ich habe Bier. Schwerter habe ich noch 37 und 35 insgesamt. Münzen habe ich noch, habe ich keine mehr. Okay. Das heißt, ich muss tatsächlich mal schauen, dass ich neues Gold irgendwo finden kann. Damit ich auch meine Armeen verstärken kann. Ach, scheiße, ist das. Das Eisenbergwerk kann weg. Ich schick einfach meinen Geologen dahin, mal sehen, was der da findet. Wo Eisenerz gefunden? Oh, da.
Gut, dann bau du da einfach nochmal ein Eisenbergwerk hin. Oh. Hier stehe ich auch noch meinen Geologen hin. Da sind offenbar auch noch Sachen gefunden zu finden. Eisenerz gefunden. Aha. Gut. Wie sieht's aus, wo ich Eisenerz gefunden? Aha, schön. Ich möchte jetzt aber. Den kann ich immer noch nicht angreifen. Mist. Das ist alles Eisenerz. Gut, ich brauche aber Granit noch. Damit habe ich zumindest meine Eisenproduktion wieder safe. Man muss halt auch immer das Positive sehen. Das ändert aber halt nichts daran, dass ich gerne. Granit gerade hätte. Ich möchte den auch endlich angreifen können, damit ich hier mir dann meine Granitdinger bauen kann. Weil ich denke, wenn ich die dann habe, dass das dann doch ganz gut noch voranschreiten könnte, das Ganze hier. Ja. Die natürlich auch so. Da möchte ich den jetzt eigentlich nicht unbedingt jetzt reinschicken. Das bringt mir, glaube ich, nämlich nicht so viel. Und wo ist der überhaupt drin? Ist der. Ja, da. Okay. Hier kann ich. Ja, ehrlich. Dann mache ich mich mal daran, die hier zu erobern. Das ist auch nicht gut mit der Fischhütte, so langsam. So, den dann auch mal, dann habe ich hier wenigstens alle einmal. Dann können die sich vielleicht ein bisschen woanders hinstellen. Oh, fuck, die gehen da oben auch längs. Dann funktioniert das mit den Ausbluten offenbar leider nicht so gut, wie ich es gerne hätte.
Nein, ich kann den immer noch nicht angreifen. Menno. Gebäude kann nicht angegriffen werden. Menno. Ich möchte die da eigentlich gerne dort jetzt. Daten auslagern. Kann ich die nicht umlagern? Ich hoffe einfach mal, dass der dann sich einfach einen anderen Platz sucht. Okay, wo geht er hin? Geht er vielleicht zurück zur Hauptzentrale und kriegt da einen neuen Einsatzbefehl oder was? Also ich habe keine Lust, dass der dann irgendwo stirbt gleich. Lass mich doch hier endlich angreifen, ey. Ich will den endlich angreifen können. Das ist doch zum Kotzen. Ich brauche Granit. Wie sieht's eigentlich aus mit in meinem Lagerhaus? Okay, interessant. Schwerter und Schilde habe ich. Münzen logischerweise nicht. Stein habe ich 6. Das ist nicht viel. Ja, da laufen Truppen, das ist sehr gut. Schild ist die Erlastung von Soldaten und steht durch die Arbeit des Schmiedes. Soldaten können außerdem Schwert. Also benötigen aus dem Schwert und Bier, ja. Ich würde halt gerne wissen, wie die Soldaten produziert werden. Fallen Kontakt mit dem Angriff und so was. Da steht nicht, wie ich den. Helfer. Kann ich nicht irgendwie. Oh, fuck. Dann ist das globale Wirtschaft, das ist nicht das, was ich wollte. Und ich kann da immer noch nicht angreifen, ey, Menno. Aber ich. Hier kann ich inzwischen angreifen. Wenigstens etwas. Da kann ich hier vielleicht ein bisschen vorankommen. Ich hoffe es zumindest einfach mal. Das ist ein General. Also ich hoffe, dass der das gewinnt. Ich weiß ja nicht, wie viele da drin stecken. Okay. Okay, das sind. Also langsam mache ich mir Sorgen, dass der General das doch nicht schafft. Obwohl der hat erst 2 Punkte verloren. Aber es kommen hier. Es kommt hier ziemlich viel nach gerade. Was mich etwas beunruhigt. What the fuck? Wie viele kommen da bitte sehr nach? So langsam mache ich mir echt Gedanken, dass das. Dass der General das nicht schafft. Können die jetzt mal aufhören nachzukommen? Okay, das schafft er nicht. Da kommt wieder einer. Oh, puh, Glück gehabt. What the fucking hell? What the fucking hell? Das war mal echt ein.
Es wird immer hart. Und ich muss hier halt immer noch eigentlich... Ja, ich kann den jetzt wegmachen. Oh, das ist gut. Dann kann ich endlich Granit abbauen. Und ich hoffe, dass ich dann mein... ich hoffe, dass ich dann auch meine ganzen Produktionen vielleicht dementsprechend hochdrehen kann. Gut. Sehr, sehr schön für mich. Träger, Geologen. Und dann werde ich hier gleich voll auf Granit gehen. Also, ich glaube, dass ich die Folge hier gleich wieder beenden werde, weil das ist... Das dauert ja echt ziemlich, ziemlich lange, bis ich mich hier durchgebissen habe. Vielleicht habe ich mich auch einfach relativ blöd hier angestellt. Das mag ich nicht zu verneinen. Das. Ah, okay, da sind zwei drin. Aha. Deshalb kann ich den theoretisch hier mit zwei angreifen. Den brauche ich aber aktuell gerade noch nicht so wirklich anzugreifen. Das ist noch nicht so sehr ein Problem für mich gerade, das Ding. Okay. Interessant, dass er da jetzt noch irgendwo hinläuft. Aber egal, hier ist schon mal Granit. Das ist schon mal was. Gut, da setze ich dann den nächsten Geologen hin. Also ich hatte das Gefühl, dass ich mich hier noch ein bisschen weiter einbeißen könnte. Naja, ich sag mal so, ich habe da ja eben eine gute Menge an Verstärkung, denke ich, gekillt. Daher hoffe ich einfach mal, dass hier jetzt nicht mehr ganz so viel Verstärkung kommt. Jo. So. Das mit dem Granit ist hier wirklich wichtig, dass ich das dann hier vernünftig hinbekomme. Granit, yay! Da ist nichts, okay. Da ist noch Granit und da ist auch noch Granit. Nein, kein Kohlebergwerk, sorry. Ja. Granit. Kohle gefunden. Aha, Militärgebäude besetzt. Okay. Dann hatte ich gar nicht mehr im Kopf gehabt, dass da unten was ist. Egal. Egal, ich habe jetzt Granit. So. Mit dem Granitbergwerk habe ich da wirklich
Sehr, sehr gut. Also wirklich was Wichtiges für mich stehen. So. Also ich denke echt, dass ich hier jetzt die Folge beenden werde, bevor ich hier irgendwie noch jetzt weiter versuche, hier anzugreifen. Ich bin jetzt wesentlich dichter dran nochmal, also. Aber dann. Oh, der nächste Angriff könnte schon ziemlich fatal sein, weil ich damit quasi hier die ganze Economy platt machen würde, eventuell. Das wäre natürlich sehr schön. Die Frage ist. Ah, okay, die kommen da hinten rum offenbar auch gut. Interessant. Aber hier scheint trotzdem immer nichts zu laufen. Das heißt, das hier ist nicht angebunden. Das ist für mich auch sehr gut und wichtig zu wissen. So. Das Granitbergwerk hier ist halt wirklich wichtig. Und ja, es muss natürlich jetzt versorgt werden. Ansonsten. Ja, da sind schon mal Rohstoffe zum Bauen. Zumindest. Allgemeine Spielerstatistik, Größe der Region. Okay. Anzahl der Gebäude. Anzahl der Siedler. Zustand der Wirtschaft. Okay. Militärische Stärke. Ah. Hergestellte Münzen. Produktivität. Besiegte Soldaten. Okay. Warenproduktion, Waffen, aha. Ja, das ist gerade nicht so. Bier, okay. Alle war. Ich habe Bier, ich habe auch Schilder und Schwerter. Lagerhäuser, Hauptquartier. Aha. Alle Ge Hafen habe ich nicht, kann ich auch nicht bauen. Aktuell bin ich der Meinung, gut. Schiffsregister habe ich nicht. Ich frage mich halt immer noch ein bisschen, wie ich aktiv dafür sorgen kann, dass ich mehr. Dass mehr. Boah. Bretter habe ich genug. Ich kann Steine ist halt das, was mir gerade fehlt. Wie ich aktiv mehr Soldaten ausgebildet bekomme. Das ist für mich gerade so ein bisschen noch das Problem. Anzahl der Gebäude hat er offenbar noch mehr. Siedler hat er auch mehr. Wirtschaft bin ich halt besser. Militärische Stärke bin ich auch besser. Produktivität bin ich höher. Besiegte Soldaten sowieso. Okay. Warte mal, wieso ist da. Das erklärt natürlich einiges. Achso, ne, nee, der war da oben rüber ja schon angebunden. Ups. Oh, Militärgebäude besetzen, eine Wachstube weitere. Das ist sehr schön. Geologe.
Vielleicht findet der da ja auch noch ein paar nette Sachen wieder. Und ich hoffe dann einfach mal, dass hier möglichst schnell auch Rohstoffe hinkommen. Oh, da ist Gold. Da kommen... Nee, das sieht nicht so aus, als ob da irgendwie Fisch, Fleisch oder Brot dabei wäre. Ich brauche hier halt eigentlich gerade ein bisschen mehr noch Fisch, Fleisch und Getreide, auch Brot meine ich. Vielleicht sollte ich hier mal Fischerhütte bauen. So. Die braucht nur zwei Holz. Gut. Hoffentlich kann ich damit dann ein bisschen... Weil die Granitbergwerke habe ich ja jetzt. Das ist... Oh, jetzt kommt Fisch. Ja, jetzt kommt Fisch. Das heißt, die können arbeiten. Wupp, wupp. Juhu, es wird Stein produziert. Yippie. Hört mal, wie sieht's? Nee, kann ich noch nicht wieder, kann ich noch nicht angreifen, gut. Aber egal, bevor ich das alles dann jetzt noch länger in die Länge ziehe, noch mehr in die Länge ziehe, warte mal. Beende ich diese Folge dann hier jetzt. Tut mir leid, dass ich das immer noch nicht abgeschlossen habe, aber die Siedler ist halt ein langwieriges Spiel. Das geht halt alles nicht so schnell. Ist halt so. Ja, deshalb beim nächsten Mal werde ich aber nach Möglichkeit, also werde ich schauen, dass ich nach Möglichkeit das beenden werde. Ja, da kommt gut Granit gerade raus, das ist schön. Gut. Ja, die Fischhütte, da läuft jetzt auch. Das ist sehr, sehr schön. Damit hoffe ich doch einfach mal, dass ich jetzt ich auch gut Granit produzieren kann. Wenn ich Granit produziere, dann kann ich dann auch weiter schauen, dass ich hier die anderen Sachen auch noch mal dann mache. Ich hoffe, dass ich eventuell auch wieder Gold finde. Mal wieder, das wäre natürlich auch schön für mich. Dann könnte ich meine Soldaten wieder aufrüsten. Aber mit dem, damit dass ich jetzt Granit habe, habe ich schon mal die machen hier trotzdem nicht viel interessant, das heißt kommen, sind die eventuell doch nicht angeschlossen jetzt da. Faszinierend, hier kann ich halt nicht angreifen gerade. Okay. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich das Ganze wieder mal in die Länge ziehe. Der wird da wahrscheinlich sowieso nichts finden. Gut. Ja. Was wollte ich jetzt gerade noch kurz machen? Irgendwas? Achso, da ist Granit wieder, Stein. Das ist halt wirklich... wirklich ganz gut, dass endlich mal Steinproduktion ist. Fischhütte. Damit wird... Ja. Schön Fisch. Gut. Ja, okay. Bevor ich das jetzt noch weiter irgendwie in die Länge ziehe,
aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen. Speichere ich nochmal und beende jetzt tatsächlich die Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, nächsten Donnerstag geht's dann weiter. Ja, bis dann. Ciao.